Was ist das Top-1-Erkennungskriterium von verdecktem Narzissmus? So viel vorab. Dieses Phänomen ist bis dato sehr verkannt. Und es hat auch was mit Sadismus zu tun. Bist du gespannt, interessiert und neugierig, dich hinführen zu lassen zum Top-1-Kennzeichen? Dann lass uns loslegen. Beginnen wir mit den Basics. Was ist ein verdeckter Narzisst und wie unterscheidet er sich von dem offenen, grandiosen Narzissten? Beide, der offene als auch der verdeckte Narzisst, benötigen existenziell die Aufmerksamkeit und Bestätigung anderer, um ihr fragiles Selbstbild, ihr falsches Ich aufrechtzuerhalten. Beide benötigen Zufuhr, die vier S's. Supply, die Zufuhr an sich in Form von Aufmerksamkeit und Anerkennung. Sex, Services und Safety, die Sicherheit. Beide leben in einer Fantasiewelt und beide mangelt es an emotionaler Empathie. Ja, Narzissten haben Empathie. Das heißt kalte Empathie in Form von kognitiver und reflexiver Empathie. Narzissten können dich also kalt, emotionslos abscannen. Insbesondere deine Schwächen, die sie dann gegen dich verwenden, wenn sie dich abwerten. Der grandiose, offene Narzisst hat durch seine extrovertierte Art und Weise keine Probleme, narzisstische Zufuhr zu generieren. Das geht dem verdeckten Narzissten oft ab, heißt, er ist nicht selten in einem kollabierten Zustand, was die narzisstische Zufuhr angeht. Ein verdeckter Narzisst agiert eher introvertiert und stellt seine Grandiosität nicht so zur Schau. Während du den offenen Narzissten ankommen siehst, durch sein offensives, pompöses Auftreten, erkennst du den verdeckten Narzissten meist erst, wenn es zu spät ist. Er ist da wie der Wolf im Schafspelz, während der offene Narzisst auf dich zukommt mit offenem Krokodilsmaul. Klammer auf, wo sich trotzdem viele Betroffene von narzisstischem Missbrauch auffressen lassen von diesem grandiosen Narzisstenkrokodil. Klammer zu. Während der offene Narzisst mit Stressoren gut umgehen kann, hat der verdeckte Narzisst schnell damit Probleme, wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Ganz tief in seinem Innersten fühlt sich der verdeckte Narzisst wertlos und nicht liebenswert. Das scheint bei dem offenen Narzissten nicht so zu sein. Sein nach außen hin zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein erscheint nicht durch negative Introjekte Stimmen torpediert zu werden. Weswegen man auch in der Fachwelt darüber diskutiert, ob der offene Narzisst nicht eher zu der Kategorie Psychopath gehört und der verdeckte Narzisst mit seinen Subtypen nicht der eigentliche Narzisst ist. Im Rahmen meines Studiums von Narzissmus und Co. bin ich nicht selten über diese kategoriale Sichtweise gestolpert. Meinen eigenen Erfahrungen nach gibt es nicht den offenen Narzissten, der nur grandios ist. Oder den verdeckten Narzissten, der nur verdeckt ist. Ich war mit Personen in Kontakt, die je nach Umstand und Situation mal offen und dann mal verdeckt waren. Die switchten je nach Sachlage und Situation. Da kam ich dann mit diesem kategorialen Ansatz auch nicht weiter. Für mich plausibler und auch mehr an der Realität orientiert ist dieser dimensionale Ansatz. Und Sam Wagner nennt das Self-States. Eine Person und nicht nur eine Persönlichkeitsgestörte hat verschiedene Self-States. Übersetze dir Self-State als Ich- oder Persönlichkeitszustand. Hast du zum Beispiel einen Narzissten vor dir, dann ist er vielleicht von der Grundstruktur her der grandiose, offene Typus. Kommt der jetzt in Sachlagen, wo er zum Beispiel öffentlich gedemütigt wird und oder ihm seine Zufuhrquellen weggefallen sind und oder er zum Beispiel ins Gefängnis kommt, wo sein grandioses, aufgeblüstere lebensgefährlich für ihn wäre, dann switcht der offene Narzisst temporär gen verdeckt. Oder hast du einen verdeckten kognitiven Narzissten, den zum Beispiel eine wichtige Hauptzufuhrquelle wegbricht, der wird dann, wenn das notwendig ist, um neue Zufuhrquellen zu rekrutieren, temporär gen offen, somatisch switchen. Steht der kognitive verdeckte Narzisst dem S-Sternchen X ansonsten eher verächtlich gegenüber, wird er in der Rekrutierungs-Lovebombing-Phase zum S-Sternchen X-Tiger. Weil das weiß auch der verdeckte Narzisst, dass S-Sternchen X das stärkste Bonding-Mittel ist. Sehr wirksam dabei, das Opfer schnell in den narzisstischen toxischen Kreislauf mit reinzuziehen. Und wenn er dann die neue Zufuhrquelle im Sack hat, dann switcht er wieder in seine Grundstruktur, dem verdeckten kognitiven Narzissmus, zurück. Was gibt es nun für Subtypen an verdeckten Narzissten?
und sehe das jetzt nicht bitte kategorial, sondern dimensional. Heißt, es gibt fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Subtypen, wo der Narzisst je nach Sachlage und Situation hin und her switcht. Es gibt erfolgreiche und erfolglose verdeckte Narzissten. Dann den vulnerablen, sensiblen Typus, dessen nicht vorhandenes Selbstbewusstsein auf ganz dünnem Eis steht. Und der dann sehr gefährlich für dich werden kann, wenn du ihn in die Enge drängst. Verdeckte Narzissten vom vulnerablen Typus findest du bei den typischen Stalkern. Dann hast du die nicht selten weiblichen Co-Narzissten. Sam Wagner nennt sie Inverted Narcissist. Die hängen sich an einen offenen, grandiosen Narzissten heran und speisen sich von der narzisstischen Zufuhr, die der grandiose Narzisst generiert. Das sind sozusagen Co-Huckepack-Parasiten. Dann hast du die altruistischen, wozu auch die kommunalen verdeckten Narzissten gehören. Die tun so, als ob sie sich für alles und andere aufopfern. Ich nenne es das Maria-Theresa-Syndrom. Und nicht selten sind gemeinnützige Organisationen von solchen kommunalen Narzissten durchseucht. Nicht selten sind verdeckte Narzissten eher passiv-aggressiv unterwegs. Heißt, sie halten dir nicht ihr Krokodilsmaul entgegen, sondern sind der Wolf im Schafspelz, respektive die Schlange, die von hinten angreift. Wie zeigt sich nun dieser verdeckte Narzissmus in real life? Und was ist das Nummer 1 Kennzeichen? Erstens, Komfortzone, Opferhaltung. Alle Narzissten positionieren sich irgendwie als Opfer, jedoch sind die verdeckten Narzissten darin besonders gut. Sich als Opfer zu positionieren und zu fühlen, ist die Komfortzone des verdeckten Narzissten. Er suhlt sich wahrlich in dieser Position. Und er glaubt auch wirklich, dass er ein Opfer ist. Das passt in sein unbewusstes Selbstbild, nicht gut genug zu sein. Sogar als Loser fühlt sich so ein verdeckter Narzisst gut. Lieber Loser als Normalo. Ja, der verdeckte Narzisst fühlt sich grandios in seiner Opfermentalität. Und wenn du dir erlauben würdest, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er doch gar nicht so das Opfer ist, sondern selbst Verantwortung hat für gewisse Situationen, dann ist das für den Narzissten eine narzisstische Kränkung. Und auf eine narzisstische Kränkung reagiert der Narzisst nicht selten mit narzisstischer Wut. Und diese narzisstische Wut dient dazu, dich und die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und ich verlinke dir einmal hier oben rechts den Beitrag zur narzisstischen Wut, damit du das vertiefen kannst, weil das ist wichtig, dass du diese Mechanismen verstehst und dich entsprechend präparieren kannst. In seiner Opferrolle kann der verdeckte Narzisst dein Mitgefühl wecken. Er ist das beschützenswerte, hilflose Kind, dem Unrecht getan wird. Das appelliert an deine Mutterinstinkte, auch bei dir als Mann. Und wenn du weibliche, verdeckte Narzissten vor dir hast, dann triggern sie womöglich auch noch zusätzlich deine väterlichen Instinkte. Du sollst sie beschützen. Und sich aus solch einer elterlichen Fürsorgepflicht zu befreien, ist für Betroffene von verdecktem narzisstischem Missbrauch echt schwierig. Und lässt sie über Jahre oder Jahrzehnte festhängen in solchen Beziehungen. Wenn du einen verdeckten Narzissten an deiner Seite hast, dann bist du sicherlich dieses ewige Drama gewöhnt. Dieses subtile Drama, diese nicht vorhersehbaren Fallstricke. Drama ist generell ein Charakteristikum für Cluster-B-Persönlichkeitsgestörte. Und die Dramaturgie eines verdeckten Narzissten ist langsam, persistierend. Dann manchmal explodierend, also insgesamt komplett irritierend für Betroffene von narzisstischem Missbrauch. Da würde ich mir eher diese offene, direkte, eruptierende Art und Weise eines offenen Narzissten gönnen, als dieses schleichende Gift eines verdeckten Narzissten. Und jetzt, tada, kommen wir zu Nummer 1, Kennzeichen eines verdeckten Narzissten, sein bösartiger Neid. Ja, auch offene Narzissten sind neidisch. Doch die gehen damit anders um, wenn andere womöglich besser sind als die. Verdeckte Narzissten haben ein negatives Bild von sich und reagieren da sehr allergisch drauf, wenn sie meinen, dass andere besser sein können als sie. Verdeckte Narzissten müssen noch mehr kompensieren als offene Narzissten. Und entsprechend sind die manipulativen Kontrollmaßnahmen, die ein verdeckter Narzisst anwendet, nicht selten subtil radikal. Insbesondere der verdeckte Narzisst ist bösartig neidisch auf andere, auf deren Erfolge.
Wenn du benigne, gutartig, neidisch bist auf andere, dann bezieht sich das auf dich. Dann willst du es ihnen nachtun. Dann willst du genauso gut oder noch besser werden als die. Es motiviert dich, dich selbst zu verbessern. Bei malignen, bösartigen Neid ist der Fokus nicht auf dich gerichtet, sondern auf die Person, auf die du neidisch bist. Du willst dann dieses frustrierende Objekt, das dich neidisch macht, zerstören, um so das Machtgefälle zu deinen Gunsten wiederherzustellen. Verdeckte Narzissten sehen das Bessersein eines anderen nicht als Herausforderung, sich zu verbessern und noch besser zu werden als der, sondern als puren Angriff. Und da die verdeckten Narzissten primär negative Introjekte in sich haben, negative Stimmen, insbesondere von früheren Bezugspersonen, die ihnen sagen, dass sie nichts wert sind, spornt es den verdeckten Narzissten nicht an, sich jetzt verbessern zu wollen, sondern das Gegenüber zu zerstören. Du als frustrierendes Objekt musst zerstört werden. Frustration führt meist bei fehlender Impulskontrolle zu Aggression. Und gemäß Sam Vaknin bist du ja eh nur Ersatz für seine originalmütterliche Bezugsperson, die ihn stetig frustriert hat. Nicht selten vergesellschaftet sich auch bei dem verdeckten Narzissten eine sadistische Komponente dazu. Und zwar dergestalt, dass der Narzisst sich ergötzt an der Macht, dir Schmerzen zufügen zu können. Heißt, der Narzisst fühlt sich empowered durch die Power, dich leiden lassen zu können. Und dieses Phänomen des sadistischen, bösartigen, malignen Neides und die dadurch ausgelösten Aktionen von negativer Sprengkraft für das Objekt des Neides machen insbesondere den verdeckten Narzissten so gefährlich. Hat dich der verdeckte Narzisst als einen Rivale abgestempelt, dann geht der verdeckte Narzisst bis zum Äußersten, um dich gnadenlos endgültig zu zerstören. Dich als frustrierendes Objekt, dich als frustrierende Ersatzmama. Sein bösartiger Neid entlädt sich meist als passiv-aggressive Zerstörung, auf subtile Art und Weise, für das Umfeld selten erkennbar, wie ein schleichendes Gift. Was kannst du nun daraus lernen, mitnehmen aus diesem Beitrag? Erstens, verdeckte Narzissten hörst du nicht kommen. Bevor du sie bemerkst, hast du das Messer schon im Rücken und bist geschädigt. Zweitens, ein verdeckter Narzisst ist nicht nur verdeckt und ein offener Narzisst agiert nicht nur offen. Narzissten switchen je nach Situation und Umstand und Notwendigkeit zwischen den verschiedenen Zuständen hin und her. Drittens, das Phänomen des sadistischen, bösartigen Neides wird nicht selten beim verdeckten Narzissten verkannt, mit fatalen Folgen für das Objekt des Neides, die Wirkung des schleichenden Giftes erst bemerken, wenn es zu spät ist. Du bist stark, du schaffst das, glaub an dich.